einen schönen guten Morgen hier aus Mönchengladbach ins weltweite Netz und natürlich auch hier ins Montfort-Quartier. Ich sag mal so, wir feiern dieses Projekt, ja. Aber nicht das Ende des Projektes. Nein, nein, heute noch nicht. In der Tat, nach sechs Jahren, fast sechs Jahren, endet es Ende des Jahres. Also es ist schon eigentlich mehr als sechs Jahre her, als wir darüber nachgedacht haben, man muss mal was tun angesichts der ganzen Veränderungsprozesse und dem permanenten Wandel, und sind damals mit so einer Idee, Umbrüche, Umbruchbüro, sowas bräuchte man eigentlich, daraus geworden ist, nach langen Verhandlungen mit verschiedenen Ministerien, das Projekt Arbeit 2020. Viele Branchen sind betroffen und so eben auch ein gewerkschaftsübergreifendes Projekt ist dann entstanden, in mehr als 80 Unternehmen intensiv, und wir haben aber weit mehr Unternehmen erreicht mit dem Projekt, auch mit Veranstaltungen, Seminaren und so weiter. Nicht alle haben sich darauf eingelassen, auf das, was wir ja sozialpartnerschaftlich auch angehen wollten. Mir ist nur wichtig zu sagen, Veränderungen müssen verstanden werden, damit man sie auch wirklich leben kann. Es ist ein zentrales Projekt des Arbeitsministeriums in Düsseldorf in den letzten Jahren gewesen. Wir haben dieses Projekt mit rund 4 Millionen Euro unterstützt. Und ich glaube, dass wir damit vor allen Dingen auch den Gewerkschaften die Möglichkeit gegeben haben, Mitarbeiterbeteiligung in einer wichtigen Strukturierungsfrage mitzuentwickeln. Und wir haben doch zusammen festgestellt, dass wenn Veränderungen in Betrieben notwendig sind, dass es viel besser geht, wenn es mit den Mitarbeitern gemeinsam umgesetzt wird. Also wir haben eine große Überforderungssituation in der Gesellschaft. Wir haben auch eine große Unzufriedenheit jetzt durch diese Corona-Situation noch mal mehr. Und was hilft gegen diese unglaublichen, diesen Kontrollverlust, diese Sorgen, diese Ängste, die Menschen haben? Es hilft Beteiligung. Aber eben nicht so, wie wir das ja auch oft in Diskussionen kennen, wo man dann sagt, ja, wir beteiligen ja unsere Leute. Wo es dann Diskussionen gibt, ob man das nicht auch ohne Betriebsräte machen könnte. Qualifizierung, Fachkräfte, Digitalisierung, Beteiligung. In dem Projekt haben wir ja diese Roadmap, diese Betriebslandkarte gemacht. Ja. Und im Grunde sozusagen jetzt nochmal, also da sieht man ja, wenn man uns in die Lage versetzt, dann können wir sagen, was getan werden muss. Und jetzt muss aber auch die Unterstützung, man muss das einfach abarbeiten. Ich glaube, wir waren vom produktseitig, waren wir weiter, was die Digitalisierung angeht, wie in den internen Prozessen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt gar nicht Digitalisierungsprojekte uns angucken, sondern haben das Kind einfach Veränderungsprojekte genannt, weil irgendwie geht ja alles mit Veränderungen einher. Und ein Meilenstein ist halt eben in diesen internen Veränderungsprojekten, dass Beteiligungswerkzeuge verpflichtend angewendet werden müssen und Betriebsräte einen festen Sitz in diesen Projektlenkungskreisen haben. Somit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, alle Beschäftigten werden mitgenommen. Die Betriebsräte sind von Anbeginn an dabei, geben die Projektsteckbriefe frei, und das funktioniert bis heute. Ich glaube, wenn wir es als Betriebsrat allein gemacht hätten, wir wären niemals auf eine Augenhöhe gekommen. Augenhöhe erreichen wir durch Gewerkschaften. Wir sind nicht mehr nur das Abnickgremium, was im Endeffekt in dem operativen Geschäft mithängt, sondern wir gehen proaktiv auf die Kolleginnen zu, gehen da in Gespräche rein, in Konfrontationssituationen. Wir müssen aber eben auch diese Themen Qualifizierung vom Arbeitgeber fordern. Und da haben wir ganz klar rausbekommen, eins ist Kommunikation, Kommunikation, das Allerwichtigste. Es bleibt einfach viel hängen. Mhm. Und das wissen, glaube ich, hier alle auch so, ne? Wenn wir nicht miteinander reden, können wir nichts lösen. Also die Beratung, die stattgefunden hat durch externen Input, der nochmal einen strategischen anderen Blick eröffnet hat, war an der Stelle essentiell für die erfolgreichen Projekte, glaube ich, überall. Versucht man einen Förster oder einen Forstwirt aus dem Wald zu ziehen in einen Besprechungsraum, das ist eine schwierige Frage. Ja, das ist so. Ja, ja. Sie haben das Angebot angenommen, Sie haben sehr lebhaft diskutiert. Das sind so viele Emotionen dabei hochgekommen, Leute, die so an ihrer Arbeit hängen, Leute, die mit solcher Inbrunst daran arbeiten wollen, dass Dinge besser werden. Leute aus der Logistik, die zum ersten Mal mit jemandem aus dem Vertrieb reden, wo die plötzlich merken, was die gemeinsam haben. Das sind alles Sachen, die mir sehr hängen bleiben, und sie bleiben mir vor allen Dingen deswegen hängen, weil wir ja als Beratungseinrichtung auch gerufen werden, wenn es um Personalabbau geht. Und dann sind wir die Gutachter, die gegen McKinsey anstinken müssen, sage ich jetzt mal salopp. Und was uns dann immer auffällt, ist, wir können viele Rechnungen noch mal in Frage stellen, aber es gibt immer eine Sache, die auffällt, wenn Unternehmen in Schieflage sind. Was meistens nicht gelungen ist, ist,
genau solche Veränderungsprozesse, über die wir heute reden, anzugehen, die zu managen und damit umzugehen, dass man ganz viele Leute in so einem Unternehmen auf einen Weg bringen muss. Man wird Veränderungsprozesse nie einfach nur aus sich heraus alleine schaffen. Ich glaube, es braucht einfach verschiedene Perspektiven. Man kann immer wieder fragen, warum macht man eigentlich Projekte? Also Projekte macht man ja, weil man auch was ausprobieren will, weil man auch den Weg noch nicht genau kennt. Man sagt, da ist irgendwo ein Ziel, es gibt einen Bedarf und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das in Bewegung bringen können. Und mit diesem Projekt verbunden war eine strategische Orientierung der beteiligten Gewerkschaften und das halte ich nach wie vor für was wirklich Besonderes zu sagen. Wir gehen auf diesen Weg, Technik und Arbeit anders mitgestalten zu wollen. Auch wir, steckt ja die Hypothese dahinter, als Gewerkschaften wollen das Thema anders angehen als bisher. Wir brauchen da neue Einsichten. Wir müssen wissen, was die Leute denken, wo die Probleme liegen und dafür begeben wir uns zusammen mit Beratung, mit Unterstützung des Landes in die Betriebe rein und wollen selber auch ein Stück weit lernen und gemeinsam da Instrumente entwickeln, weil es neue Fragen, neue Problemlagen gibt und das heißt, es muss auch neue Arten von Antworten geben. Die Herausforderung, die jetzt kommt, die kann man nicht bewältigen, wenn man nur auf einen Teil der Unternehmen schaut, sondern man muss die Unternehmen als Ganzes in den Blick nehmen und ihre Vernetzung mit anderen Unternehmen auch in den Blick nehmen. Also der partielle Blick muss erweitert werden und das sehe ich eigentlich als wirklich den Kern an und die Unternehmensleitungen haben das auch verstanden. Transparenz baut Ängste ab, das ist ein Argument, finde ich ganz wichtig in Veränderungsprozessen. Aber das andere, das ist hier immer so ein bisschen gefallen, aber gar nicht stark gemacht worden, das Ergebnis wird besser. Mitbestimmte Unternehmen sind bessere Unternehmen. Und nicht nur, weil wir das moralisch gut finden, sondern weil sich das in ganz knallharten Zahlen niederschlägt. Mitbestimmte Unternehmen, sei es Unternehmensmitbestimmung oder die betriebliche Mitbestimmung, haben auch am Ende bessere Betriebsergebnisse. Sie haben motiviertere Beschäftigte, sie haben Beschäftigte, die mit einer besseren Lohntüte nach Hause kommen und sie haben auch in der Krise die besseren Instrumente gehabt. Mit dem Projekt verbinde ich moderne Mitbestimmung gepaart mit dem Punkt, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Mit den Beschäftigten im Betrieb zu diskutieren, ihre Sorgen, Nöte und Fragestellungen aufzufassen, diese zu nehmen, eine Betriebslandkarte zu schmieden und daraus Veränderungsprozesse on the job zu gestalten. Zu sehen, wo es klemmt, wo wir Handlungsbedarf gemeinsam haben. Und das Tolle eigentlich in dieser Analysesituation war dann am Ende aktiv sozusagen in Gestaltungsmuster zu gehen, zu gucken, was brauchen wir denn tatsächlich vor Ort, wo müssen wir hin, was müssen wir verändern. Und das sozusagen den Betriebsräten und insbesondere den Arbeitgebern mit auf den Weg zu geben, das war etwas, was ich als ein Pilot finde, der auf jeden Fall gewerkschaftlicher Arbeit immanent sein muss, der sozusagen auch eine Basis ist, damit wir tatsächlich nach vorne kommen in der Gestaltung von betrieblichen Realitäten. Was mich halt sehr immer wieder beeindruckt, ist einfach diese Leidenschaft der Beschäftigten, dass sie ihren Unternehmen, in denen sie arbeiten, in den Betrieben entgegenbringen. Also dass sie trotz aller Schwierigkeiten immer sich fürs Unternehmen einsetzen und wirklich mitarbeiten wollen und sich wünschen, dass ihre Vorschläge, ihre guten Vorschläge gehört werden. Das schönste, das prägendste Moment innerhalb des Projektes war, dass ich erkannt habe, dass dieses Projekt tatsächlich etwas bewirken kann. Ich habe in einem Betrieb die Erfahrung gemacht, dass es einen heute noch existierenden Digitalisierungssteuerkreis gibt, in dem sich regelmäßig Arbeitgeber, Betriebsräte, Gewerkschaft und auch wir als Beratungseinrichtung über anstehende Digitalisierungsprojekte im Betrieb austauschen und dazu auch ganz konkrete Maßnahmen beschließen. Also wir müssen die Prozesse vor einer Betriebsstruktur bewältigen, die 80% der Betriebe unter 20 Beschäftigte haben, also praktisch keine Betriebsratsstrukturen, aber trotzdem diese Digitalisierung vorangetrieben wird. Also viele Unternehmen haben einen Teil der Produktion zentralisiert in Unternehmen, die alles vorbereiten. Ein Beispiel, der Steinmetzbetrieb, der seine Grabsteine klopft, der muss nebenbei dann auch Küchenarbeitsplatten an CNC-Geräten schneiden und diese Technik auch beherrschen, sonst ist er nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, die haben ja Erfahrung gemacht, dass natürlich, sag mal, als erstes immer wichtig ist, Vertrauen zueinander zu haben. Weil das ist einer der Hauptpunkte, weil ohne Vertrauen ist nicht möglich zu gestalten.
Und das war nicht immer einfach, muss man deutlich sagen, weil wir ja oft gedacht wird bei IGBCE, das sind die großen, unsere Leuchttürme, ja Bayer, BASF, Höchst und so was. Aber am Ende ist es ja, wir haben ganz viele Mittelständler, wir haben ganz viele Kleinbetriebe und sind natürlich mit dem Projekt auch sehr bewusst dahin gegangen, weil ja immer die Frage ist, wo kann man da weiterentwickeln und wie kann man die Mitbestimmung auf ein anderes Niveau bringen in diesen Betrieben. Und da war Vertrauen erstmal immer die Eingangsbasis zu schaffen, wie kommt das überhaupt miteinander hin? Wir werden oft genug, wenn über Industriearbeitsplätze gesprochen wird, vergessen. Aber die Ernährungsindustrie in NRW ist eine ganz, ganz große Sparte, wo unglaublich viele Menschen arbeiten. Und das sind auch viele kleine Betriebe, aber wir sprechen auch über Nestle und Coca-Cola und Co. Und da ist das Thema Digitalisierung natürlich auch ein ganz großes und greifbares Thema, wo ganz viel schon passiert ist und auch weiterhin passiert. Und deshalb war es uns eine Herzensangelegenheit, uns zu beteiligen. Und das Projekt hat uns eben die Möglichkeit dazu gegeben. Und ich glaube, das muss man sich an dieser Stelle nochmal klar machen. Wenn wir gute Ideen haben, dann dürfen solche gute Ideen in der Nachhaltigkeit nicht an Förderrichtlinien scheitern, sondern da müssen wir gucken, dass wir solche gute Ideen auch weiter nach vorne hin weitermachen können, weil wir haben heute gelernt, wir sind ein Projekt, was nicht am Ende ist, sondern eigentlich was mittendrin ist oder am Anfang steht. Und deshalb brauchen wir da auch Nachhaltigkeit und auch Unterstützung von der Politik. Ich muss sagen, dass mich das tatsächlich ja, sehr beeindruckt einfach, was daraus entstanden ist. Und ich finde, da können tatsächlich alle Beteiligten sehr stolz drauf sein, was da geschaffen worden ist. Es war nicht selbstverständlich vor einigen Jahren, dass Betriebsräte und Gewerkschaften eine proaktive, eine offensive Rolle spielen bei Veränderungsprozessen. Und ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist in dem Projekt definitiv bei den Beteiligten gelungen, aber hat auf jeden Fall auch Ausstrahlungskraft darüber hinaus gehabt. Wir haben es leider nicht geschafft, eine Zukunftsvereinbarung mit unserer Geschäftsführung abzuschließen. Aber ich kann mich immer noch an den Blick erinnern unseres Geschäftsführers, als wir dann die Ergebnisse aus dem Projekt vorgestellt haben, wie er diesen Raum betreten hat und hat gesagt, wow, so arbeitet ein Betriebsrat. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis und das hat auch unsere Betriebsratsarbeit auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Schade finde ich, dass es einfach nicht mehr weitergeht mit dem Projekt. Für uns Betriebsräte, gerade für die kleineren Betriebsräte, sind solche Projekte unglaublich gewinnbringend und da würde ich schon gucken, auch die Regierung nochmal dazu anhalten, dass wir solche Projekte einfach mit den Gewerkschaften weiterführen, weil man Unglaubliches erreichen kann damit. Frau Lang, wir packen Ihnen das Filmchen auch noch ein, das können Sie noch mitnehmen. Wir machen ein Schleifchen drum. Ich finde, das bringt es am Ende noch mal sehr schön auf den Punkt auch, wenn man sagt, wir müssen es gemeinsam machen und wir brauchen auch viele Akteure, die mitgehen. Und es ist gegen Widerstand und am Ende guckt man drauf und sagt, unglaublich, was wir geleistet haben und zwar gemeinsam. Ja, heute hatten wir ja die Gelegenheit, gerade noch trotz Corona auf 6 Jahre Arbeit 2020 zurückzugucken. Ganz viele Stimmen haben wir gehört aus den Betrieben und ich kann nur sagen, die Ansätze, die sind wirklich mittlerweile diffundiert und irgendwie in die DNA der Betriebsräte und auch unserer gewerkschaftlichen Kollegen eingegangen. Und wir werden versuchen, so weiterzuarbeiten. Wir versuchen es in die Bildungsarbeit auch zu übermitteln und in den Kontakt zu treten, sodass diese noch anstehenden Transformationen, die wahrscheinlich alle ganz schön unangenehm werden, aktiv mitgestaltet werden können und das hat heute die Veranstaltung noch mal gezeigt. Das kann gehen und es gibt viele, die sehr motiviert sind, das auch zu tun.